Nach meinem Video über die Nasenspraysucht haben sich so viele Menschen bei mir gemeldet und ich habe so vielen schon helfen können, beziehungsweise supporten können, oder die haben sich dann Support in ihrer eigenen Apotheke mit diesem Fahrplan geholt. Und da will ich nochmal ganz konkret drauf eingehen, was hier ganz konkret geholfen hat, weil wir haben tatsächlich in Deutschland pro Woche 1 Million solche fatalen Dinge, die über die Ladentheke oder übers Netz gehen, und die sind kurzfristig super, aber langfristig einfach mega kacke. Hat sogar mein sehr geschätzter Freund Sigmund auf LinkedIn ein großes öffentliches Posting gemacht, sich bedankt. Und da haben sich ganz viele Profis aus meinem Netzwerk bei mir gemeldet und die haben gefragt, was ist denn so deine Standardempfehlung, was empfiehlt dein Team, wie komme ich auch von diesem Schrott dauerhaft los? Und das ist relativ einfach. Ich empfehle natürlich am Anfang unbedingt ein hypertones Kochsalzspray, nicht nur ein ganz banales Kochsalzspray, sondern ein Hypertones. Das sind nur exemplarisch zwei Beispiele. Da ist nämlich etwas mehr an Salz drinnen als 0,9%, gerne auch mal 1,5, 2,2%. Und durch diesen osmotischen Druck sorgt es dafür, dass die Schleimhäute sich auch zusammenziehen. Nicht dramatisch, wie eben bei sowas, was kurzfristig natürlich besser ist, beim normalen Schnupfen, was aber langfristig eben nichts taugen kann. Also die Schleimhäute werden auch frei, aber das alleine reicht nicht. Aber um durch den Tag zu kommen, ist das auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Lösung. Dann Punkt Nummer 2 sind eben ätherische Öle. Ätherische Öle, sowas, da gibt es verschiedene Minzöle. Du kannst dich ja natürlich auch hier mit so Erkältungssalben einreiben. Gibt es auch bei kleinen Kindern, oder auch bei Säuglingen, die eben dieses Engelwurzbalsam von Papa und Mama auf die Nasenflügel vorsichtig gerieben bekommen. Sowas bei kleinen Kindern natürlich nicht, ätherische Öle, aber eben so ein Engelwurzbalsam kann ich wirklich nachhaltig empfehlen. Ich persönlich empfehle dann eben solche Sprays hier mit hypertonen Kochsalzlösung, aber eben auch mit ätherischen Ölen. Und diese ätherischen Öle machen zusätzlich nochmal die Nase frei. Die wirken auch nochmal etwas, ja, besänftigend gegen die Kopfschmerzen, sind auch gut für die Stimmung, weil du bist dann wirklich gereizt in so einem Entzug, den eben viele haben, das völlig unangenehm ist. Dann ist mir ganz, ganz wichtig, kurzfristig tatsächlich ein, ja, tatsächlich Cortison-Nasenspray zu verabreichen. Und zwar zweimal am Tag, links und rechts zwei Hub. Wichtig ist, dass du es vorher schüttelst und dann aber auch, ich zeige es jetzt mal hier mit dem, über Kreuz sprühst, damit es einfach von der Anatomie hier besser in die Nasennebenhöhlen reinkommt, wo hier auch viel zu viel Platz ist oder wo Sachen drin sind, die nicht reingehören und die eben Kopfschmerzen, Druck verursachen oder auch Erkältungsherde sind. Und dann machst du es einfach hier so über Kreuz. Geht auch. Nase ist gleich frei. Du pflegst. Also hypertones Kochsalzspray, ätherische Öle, ganz, ganz wichtig. Dann, damit langfristig die Entzündung Schritt für Schritt langsam zurückgeht, so ein Cortison-Nasenspray. Ganz, ganz wichtig. Kriegst du ohne Rezept. Dann natürlich Pflege. Dieses Produkt hier kennt jeder, auch hier so im Doppelpack immer erhältlich, weil es sehr oft beworben ist, auch sehr, sehr gut. 1A. Ich persönlich mag es lieber in flüssiger Form. Kriegst du auch so. Oder als Zusatz bei den Nasensprays, die auch reißenden Absatz finden. Aber wenn du jetzt eben ein Nasenspray hast mit Chemie, mit Xylometazolin und eben diesem Dexpanthenol, wirst du trotzdem vom Dexpanthenol abhängig. Dann dauert es halt nur ein bisschen länger, bis die Schleimhäute kaputt sind, aber sie gehen auch kaputt. Das ist ein schöner Marketing-Gag, beziehungsweise ist es auch therapeutisch kurzfristig eine mega coole Applikation und besser als ein normales Nasenspray. Und zur Nacht empfehle ich dir einfach, dich in deine Kindheit wieder hineinzuversetzen. Dann nimmst du ein Nasenspray für Kinder, einfach mal so die ersten ein, zwei Wochen, damit du auch Ruhe hast hier im Oberstübchen, weil du hast natürlich Angst und denkst, um Gottes Willen, hoffentlich ersticke ich nicht. Wenn ich schlechte Luft kriege, dann schnarche ich, denn die Schleimhäute sind trocken, alles blöd. Sowas solltest du schon noch daheim haben. Nichtsdestotrotz, du wirst relativ schnell, wenn du diese anderen Sachen anwendest, also hypertones Kochsalzspray, ätherische Öle, Cortison und ein pflegendes Mittel noch mit Dexpanthenol oder auch mit Hyaluronsäure, gibt es solche Mittel auch gut, gibt es auch in Sprays drin. Oder du gewöhnst dir dann an, eben so eine Nasendusche zu machen, weil die reinigt, die pflegt, die macht die Nase frei. Gerade auch nach operativen Eingriffen gegen die trockene Nase gibt es eigentlich kaum was Besseres. Bei Nasennebenhöhlenentzündung, gegen diese Borken, gegen diese Krusten, die halt einfach lästig sind, aber ja gerade jetzt auch bei Erkältungen, insbesondere bei Allergien. Deswegen hier Nasenspülung. Ich würde sie nicht selber herstellen. Ich könnte mal so ein Tutorial machen, wie man sowas herstellt. Aber das ist einfach praktischer. Das ist auch nicht wirklich teuer. Und du hast da viel mehr Benefit. Und dann zur Nacht ein Kindernasenspray. Und dann ist relativ schnell Ende Gelände. Und dann brauchst du am Ende nur noch ein hypertones
Kochsalzspray bzw. so eine Nasendusche, vielleicht noch ein hypertones Kochsalzspray mit ätherischen Ölen, was einfach immer sehr angenehm ist. Ich habe die ganzen Pharmazentralnummern zu diesen Produkten, die ich jetzt hier besprochen habe, unten in der Box verlinkt. Ich habe mit keiner der Firmen über dieses Video vorab gesprochen. Das ist einfach das, was mir in der Apotheke empfehlen, wo mir dahinter stehen. Und das ist auch keine bezahlte Werbung. Ich profitiere da durch gar nichts. Aber ich wollte euch einfach nur mal sagen, was eben meinem Freund Sigmund oder eben anderen Kumpels, Homies, Patientinnen und Patienten super gut geholfen hat. Und die brauchen jetzt einfach keine chemische Keule mehr. Zumindest nicht dauerhaft. Ja, wenn dir das gefallen hat, dann würde ich mich wirklich mega freuen, weil wir haben 100.000 oder mehr Abhängige in Deutschland von diesen chemischen Nasensprays, wenn du das Video unbedingt teilst. Ich glaube, du kannst da dem einen oder anderen helfen. Beziehungsweise, wenn man dann einfach mal offen zugibt und eine Schwäche eingesteht, wie eben Sigmund oder exemplarisch ganz viele andere jetzt bei mir, bei meinen Followern, dann wow, zieht es mir die Schuhe aus. Das sage ich vielen Dank. Und hier ist noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Ansonsten freue ich mich über ein wohlwollendes Kommentar. Daumen nach oben. Am besten noch über ein Abo. Am anderen Ende war der Jan. Zieht die Mundwinkel nach oben. Bleib gesund. Love, Peace. Bye.